Leute sagen, man lebt nur einmal. Aber dabei irren sie sich. Über allem anderen auch. In den dunkelsten Augenblicken vor Sonnenaufgang kehrt eine Frau in ihr Bett zurück. Was führt sie für ein Leben? Ist es dasselbe Leben, das sie vor einer halben Stunde geführt hat? Vor einem Tag? Vor einem Jahr? Wer ist dieser Mann? Führen sie getrennte Leben oder teilen sie ein gemeinsames Leben? Liebst du mich? Ja. Soll ich es dir beweisen? Wenn du nicht zu mir bist. Ein Sturm zieht auf. Er ist noch hinter dem Horizont, aber es zucken schon Blitze durch die Luft. Sind die beiden sich bewusst, dass sich da etwas zusammenbraut? Spüren Sie das Knistern der Elektrizität im Wind oder spüren Sie nur die Spannung, die sich zwischen ihnen aufbaut? Oh, ich liebe es, wenn du das machst. Das erste Anzeichen für diesen Sturm ist kein Donnern, sondern ein Klopfen. Du machst auch. Oh. Na, ich mach auf. Was? Was? Guten Morgen, ich bin Detective Sorayan. Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind die Partnerin meines Bruders. Sie besteht auf Boss. Offizieller Besuch, meine Dienstmarke. Was ist denn los? Hey, du hast meinen Morgenmantel an. In Ihrem Nachtclub wurde eine Leiche gefunden. Er hat noch gearbeitet, als du gegangen bist. Zack kam kurz vor vier herein. Er hat mir das Auto gebracht. Dann sollte Fischer eigentlich kommen, damit sie Inventur machen können. Denkst du, es war einer von ihnen? Wir hätten etwas mehr sagen sollen, als nur, es wurde eine Leiche gefunden. Sie haben ihn in der Herrentoilette gefunden. Sieht das schlimm aus? Als Zack ihn gesehen hat, hat er gleich losgebrüllt. Ich hab's bis in die Küche gehört. Kurz geschrien, nicht gebrüllt. Bereit? Ich hab nicht gebrüllt. Doch, du hast gebrüllt. Sie hatte noch nie eine Leiche gesehen. Er war in der Armee, er kannte den Anblick. Erkennst du ihn? Nein. Ihr habt den Kerl gestern nicht gesehen? Nein. Wir sind gestern Abend nicht lange unten gewesen. Was ist hiermit? Habt ihr schon mal was von einem Laden namens Annie Casuals gehört? Was ist näher an der Toilette? Ihr Büro oder die Küche? Mein Büro. Der Koch konnte den Schrei ihres Assistenten hören und Sie haben den Schuss nicht mitgekriegt. Vielleicht war ich schon zu Hause. Ich bin um 4 Uhr gegangen. Die Blutgerinnung deutet darauf hin, dass der Todeszeitpunkt zwischen 1 und 3 Uhr war. Sie waren nicht im Büro, nicht zu Hause. Wo waren Sie? Von Mitternacht bis 4 Uhr früh war ich in meinem Büro. Dann bin ich nach Hause gegangen. Komm, liebe Schatz. Danke, vielen Dank. Fandest du das unsensibel? Ihr indirekt vorzuwerfen, dass sie ihren Mann betrügt, hätte vielleicht warten können, bis er nicht neben ihr steht. Wieso? Sie machen Schluss und du kannst dich an sie reinschmeißen.